Megalosaurus. Er ist am Start. Nice. Wieder mal ein neuer Fleischfresser in Jurassic World. Sauber. Moin und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2 im Chaos-Theorie-Modus. Wow, da fliegt eine Motorhaube! Die Motorhaube fliegt! Habt ihr das gesehen? Da fliegt so eine Motorhaube am Mond vorbei. Ach, herrlich. Der Raptor hat die Motorhaube weggefetzt. Kann alles passieren hier. Das ist die Chaos-Theorie. Nice. Oh Gott. Das ist die beste Idee, die ich hatte, die Tour durch das Raptorengehege durchzuleiten. Nicht schlecht. Das ist der echte Nervenkitzel, meine lieben Freunde. Der echte Nervenkitzel. Genau, wenn ihr das hier feiert, dass ich Jurassic World Evolution 2 im Chaos-Theorie-Modus spiele, beziehungsweise, eigentlich ist ja keine Theorie hier, haben wir ja gerade gesehen, ist ja eigentlich angewendetes Chaos. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein. Ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Chaos hier so findet. Nicht wahr? Dann würde ich doch mal sagen, wir haben nur noch eine Aufgabe. Nämlich eine 5-Sterne-Bewertung zu erreichen. Und die habe ich schon so überlegt, erreichen wir am besten, indem wir neue Dinosaurier in den Park holen. Das ist ganz wichtig. Deswegen starten wir jetzt gleich nochmal eine Fossilienmission zum Styracosaurus. Ich muss mal gucken, wo der nochmal war, ey. Hier, da war einer. Genau. Ach, da haben wir schon 94%. Das ist ja voll krass. Dann fliegt da nochmal hin. Was sind da eigentlich für Expeditionen möglich in England? Was finden wir da eigentlich? Megalosaurus. Metriacanto und Proceratosaurus. Was war nochmal Megalosaurus? Was war denn das nochmal? Das ist auch ein Fleischfresser. Weil der klingt so nach Mega. Das klingt so groß irgendwie. Das klingt wie ein großer Theropode. Theropode. Genau, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, Styraco können wir jetzt, glaube ich, schon machen. Das müsste eigentlich schon... Ja, gucke mal, nice. Dann ist der aber... Dann modifiziere ich den schon mal. Gleich kommen ja noch mal Fossilien dann rein wahrscheinlich. Hier, genau. Mangrovenwald nehmen wir da. Was hat denn der so für Schwächen? Guck mal, der hat nicht mal irgendwelche Schwächen. Da können wir hier Lebenserwartungen... Ah, der hat dafür aber auch keine wirklichen Spielräume für Modifikationen. Nicht fit und fit. Dann machen wir ihn mal noch fit, würde ich sagen. Speichern und beenden, genau. Dann haben wir das jetzt schon mal modifiziert. Hervorragend. Und dann gucken wir mal, dass wir noch die letzten 6% vielleicht noch reinkriegen. Das wäre vielleicht noch ganz geil. Und dann lassen wir den dann nämlich hier in das Gehege zu den Brontosauriern, zu den Apatosauriern. Da kann er dann nämlich nochmal die Dinosauriervielfalt nochmal erhöhen. Das war das Höhlenvieh aus Ark, nachtaktiv. Ja gut, in Ark waren die Tiere ja von ihren Eigenschaften sowieso Fantasietiere. Die haben zwar die Namen gehabt, aber die hatten ja immer irgendwelche Fantasieeigenschaften. Ja, stimmt, der war das, genau. Also ein ziemlich großer Fleischfresser, ein Theropode. Ist natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger, den jetzt dann in den Park zu bringen. Da bräuchten wir auf jeden Fall nochmal ein neues Gehege, weil der wird wahrscheinlich sich nicht woanders reinpacken lassen. Ich meine, er wird sich freuen, wenn wir ihn zu den Brontos packen wahrscheinlich, aber das ist vielleicht für die Brontos dann wieder nicht so gut. Fossilien! Ah, sehr gut, guck mal. Styraco nochmal, sag ich ja, da kriegen wir nochmal ein bisschen was. Und dann lassen wir mal gleich, ich flieg die mal darüber zum Megalosaurus. Ich glaube, der ist auch neu. Den gab's, glaube ich, früher nicht. Wenn wir jetzt wieder einen Sturm bekommen sollten, dann wirft uns das direkt wieder ordentlich zurück. Da müssen wir erst wieder warten, bis die Parkbewertung steigt, bis der Cashflow steigt. Und das ist alles nicht so toll. Ich möchte das gerne jetzt möglichst zeitnah alles abschließen hier. So, jetzt ist gleich die Fossilie durchgerödelt. Nice. Okay, Styracosaurus ist vollständig. Dann synthetisieren wir den gleich mal.
Wissenschaftler zuweisen. Und da nehmen wir natürlich sie hier mit der schnelleren Synthese. Nice, genau. Und wenn die Expedition durch ist, sind die anderen mit der billigeren Synthese ja auch wieder da. Da müssen wir mal gucken, ob die dann noch arbeiten wollen. Oder ob sie dann schon in die Box müssen, die Wissenschaftler. Genau, Styracosaurus-Gelege ist vollständig. Jetzt nochmal hier schnell gucken. Fossilien anwürfen. Ah, okay, der ist wirklich neu, guckt mal. Ich sag euch, den gab's vorher nicht in Jurassic World Evolution. Neuer Dinosaurier. Da bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob wir den noch schaffen. Oder ob wir vorher die Aufgabe schon abschließen. Dann, genau. Eier auswählen. Was haben wir hier? Keine Merkmale. Langlebig. Das ist gut. Langlebig. Sanftmütig. Terrorisiert Gäste nie und ist langlebig. Okay, dann machen wir den hier nicht, weil der ist aggressiv. Wissenschaftler zuweisen. 1 Million kostet der Spaß. Da machen wir doch gleich mal schnellere... Nee. Billigerer Brutvorgang, schnellerer Brutvorgang. Genau, und da ist es doch schon. 700.000, sehr schön. Nice, so spart man Geld. Wissenschaftler, die einem die Brutkosten senken. Weil es ist, glaube ich, sogar noch lohnenswerter, einen Wissenschaftler zu haben, der die Brutkosten senkt, als einen Wissenschaftler, der die Extraktion, also die Synthesekosten senkt. Weil die Brutvorgänge sind immer teurer als die Synthesekosten. Ist vielleicht so ein kleiner Fingerzeig an der Stelle. So. Per Airlift freilassen. Neues Lebens... Oh, der ist schon lebensfähig. Nicht schlecht. Hauen wir den Styraco da mal rein. Denn dann haben wir ihn nämlich auch im Sandkastenmodus. Das wurde mir nämlich auch nochmal gesagt. Ich soll unbedingt immer schön brav die Dinosaurier züchten in den Missionen. Weil manche kriegt man nur in diesen Missionen, in diesen Chaos-Missionen. Und dann sollte man die dann auch entsprechend freischalten und in den Park bringen. Weil nur so bekommt man die dann im Sandbox. Guter Hinweis auf jeden Fall. So, dann holen wir uns mal noch einen Schwung von dem. Können die alle mal hier noch hin, genau. So, und jetzt muss die Wissenschaftlerin da, die eine, die muss schon jetzt wieder ausruhen. Hier, so, sonst macht sie Stress, sonst wollen sie uns nämlich wieder aufs Dach steigen und machen hier die Tore auf und sowas. Yay, gucke mal, nice, da fliegt da. Styracosaurus. Und wie gesagt, den Styracosaurus hatte ich früher so als total... Ja, billig gemachtes Plastikspielzeug. So, das war so dieses Gummiplastik gewesen. Und der hatte so Fleischfresserzähne gehabt. Das war lustig. Aber auch diesen Dornenkranz an seinem Kragen so. Das war sehr, sehr weird, wie das ausgesehen hat. Sah mehr aus wie so ein Monster als wie ein echter Styracosaurus, wie man den sich so als Pflanzenfresser vorstellt. Aber ja. Das waren diese Flohmarktspielzeuge, die man damals halt kaufen konnte. Da gab es ja ganz wilde Designs. Sie sahen mehr aus wie so eine Ray Harryhausen Figuren irgendwie. So wie alte Stop-Motion-Dinosaurier und gar nicht so sehr wie echte Dinosaurier, die man sich so als echte Tiere vorstellt irgendwie. Aber es hat einen als Kind alles nicht gestört. Da war das halt so. Hoppala, ich muss die Fleischkiste da mal voll machen. Als Kind, da war das halt so, da hat man das alles nicht so hinterfragt. Da war das alles irgendwie... Da war das Hauptsache Dinosaurier irgendwie. Hauptsache was Cooles, Dinosaurier-mäßiges, mit dem man dann spielen kann. War schon irgendwie witzig. Wir hatten doch nichts. Und dann kamen die Jurassic Park Spielzeuge. Ich weiß noch genau, diesen Styracosaurus hatte ich noch bevor Jurassic Park im Kino kam. Der kam noch vorher ins Spielzimmer. Und die Jurassic Park Dinos kamen dann nach und nach erst später, weil die waren sehr teuer im Vergleich zu diesen Flohmarkt Spielzeugen. Und die waren aber hochwertiger halt. Also die waren besser gestaltet halt einfach. Und ja, da hatte ich dann den Triceratops. Und der sah einfach mal zigmal cooler aus. Ja, der hatte auch so weiche Haut gehabt. Und er hatte auch so eine Fresswunde gehabt an der Seite. Das habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt, wie das ausgesehen hat. War auf jeden Fall mega. So, wie geht's denn den Styracos eigentlich? Fehlender, gemahlener, was? Wollen wir jetzt kurz pausieren? Fehlender, gemahlener, wer malt? Bereich. Kohabitation ist so ein bisschen am... Okay, er braucht mehr gemahlene Faser. Warte. Wo war das nochmal? Hier. Gemahlenes Blatt, gemahlener Faserstoff. Jetzt hoffe ich nur, dass ich den anderen Sauriern jetzt nicht wieder ihre Nahrung entferne. Das wäre jetzt natürlich ungünstig.
Weil das war eh schon hier alles ganz schön kritisch mit dem Platz. Aber hier können wir ja, wie gesagt, auch noch was dazu packen. Jura 80, 90, jetzt haben wir es, genau. Sehr schön. Läuft, ist alles gut. Alles super. Alles hier ist super. Sehr schön. Und wie viele Fossilien vom Megalosaurus haben wir? Na, ein paar noch. Das sollte jetzt ja eigentlich reichen, dass er vollständig ist. Würde ich jetzt schätzen. Schnellere Extraktion, genau. Und da war die eine wieder, die muss wieder in die Box. Ausruhen. Dann machen wir jetzt den Megalosaurus noch. Wenn wir den jetzt eh gleich vollständig haben. Und der müsste die Parkbewertung... Da mache ich hier jetzt gleich schon mal ein Gehege für den. Und ihr habt mir gesagt, ich soll doch mal lieber... Sturmwarnung! Ah! Okay, so viel zum Thema. Wir versuchen das alles noch vor dem nächsten Sturm zu erledigen. Das hat ja mal wieder sehr gut funktioniert. Nicht. Ich betäube gleich mal den T-Rex, damit der mir nicht amok läuft. Da geht's nämlich schon direkt los. Bah, mach mal nicht die Beschleunigung so schnell, sonst passieren hier alle Sachen gleichzeitig. Wo ist eine Struktur kaputt? Ah, da drüben auch noch. Na toll, nächster Weg. Fahr da mal hin. Schon. Ach, guck mal, da ist auch kaputt. Kann er gleich mal hier, hier, hier und hier was machen. Da müssen wir mal gucken, ob Zäune beschädigt sind. Ich fahre, glaube ich, dann auch zu den Zäunen immer direkt hin, weil die Fahrzeuge brauchen immer ewig, bis sie da selber hingefahren sind. Muss man nur mal schauen, wo jetzt der andere Jeep ist. Den sehe ich da gerade nicht mehr. Ich sehe da nur den einen. Ein Gebäude wurde vom Sturm beschädigt. Welches? Welches wurde... Ah, das da. Die Toilette, ja gut. Das sind jetzt keine kritischen Sachen. Da können wir das einreihen eigentlich einfach. Scheint jetzt aber kein allzu schwerer Sturm zu sein. Der T-Rex ist schon mal betäubt, das ist schon mal gut. Nur zwei Gebäude kaputt bis jetzt. Ja, ich glaube, der Sturm ist recht milde diesmal. Haben wir Glück. Sind auch keine Zäune betroffen bis jetzt. Soweit ich das zumindest beurteilen kann. Nee, kein Zaun kaputt. Und die Raptoren... Machen die Stress? Sehe ich jetzt nicht. Scheint okay zu sein. War schon vorbei. Ist schon überstanden. Nice. Dann mache ich schon mal die Schutzräume wieder auf. Also zu, damit die Leute rauskommen. Es ist, ja, ich mache die Schutzräume zu, damit die Leute rauskommen. Wir hinterfragen es nicht. Wir hinterfragen diese Logik einfach nicht. So, dann setzt du den T-Rex wieder ab. Lassen die Geschwindigkeit laufen. Und jetzt hätte ich gerne mal gewusst, wo der andere Jeep ist. Dann würde ich den nämlich gerne mal beauftragen. Hier mal die beiden... Ah, der steht da doch noch. Guck mal, Aufgabe. Dann kann der nämlich gleich mal die Toilette machen. Toiletten putzen, los. Der Sturm legt sich langsam. Sehr gut. Alles fluffig. Das war manageable, würde ich mal sagen. So hatten wir jetzt schon... Hatten wir schon... Ich wollte das Gehege bauen, genau. Das alte Problem. Nee, ihr meintet irgendwie, ich soll mal mehr die Mauern benutzen für diese ganze Sache mit dem, mit den Zäunen. Also die Mauerzäune, weil die weniger Strom brauchen. Das ist richtig. Aber ich würde eher sagen, ich benutze jetzt trotzdem mal die Zäune hier jetzt. Weil ich es kann. Ich habe ja jetzt noch mal ein Kraftwerk gebaut. Das sollte eigentlich stromtechnisch jetzt auch reichen. Ja, mach mal den Keil mal da so rein, genau. So, dann ein Tor. Produktzustellung bestätigt. Können wir ja da vorne hin machen, genau. Hier habe ich mal noch Platz gelassen für Einrichtungen. Und genau, wir brauchen noch einen Beobachtungsposten. Hier. So. Weil da braucht man ja dann auch wieder Nahrung wahrscheinlich und so, damit die Parkbewertung nicht fällt. Und eigentlich können wir mal hier den Weg mal durchziehen tatsächlich, weil dann kommen die Leute nämlich von hier nämlich zu den anderen Gehegen auch. Ich weiß gar nicht, hier machen wir mal tatsächlich vielleicht noch da ein bisschen Platz lassen, falls wir das Gehege für die Brontos doch nochmal größer machen müssen. Machen wir halt mal so. Aber wir sehen schon, wir sind schon sehr gut mit der Bewertung jetzt. Also es fehlt wirklich weniger als ein halber Stern nur noch.
Das ist schon mal sehr gut. So, ah ja, wir müssen den auch anwerfen, ne? Hervorragend. Was? Der ist ja nur auf 77%. Ich dachte, wir hätten da schon alles. Moment mal ganz kurz. So geht das aber nicht. Also wenn schon, denn schon, würde ich mal sagen. Nochmal dahin fliegen. Oder gibt es da noch eine andere Location für den? Ist da noch woanders noch eine Stelle, wo wir da noch hin können? Die Anlagen hier sind auch komplett ausgelastet. Guckt mal. Da könnte man vielleicht sogar doch nochmal ein paar größere bauen. Schon wieder schlechtes Wetter. Mein Gott, warum habe ich nicht in Florida gebaut? Fossilien. Nice. So, gleich mal hier machen. Machen und tun. Extrahieren. Schnelleres Extrahieren. Genau. Vielleicht nochmal schnell eine Forschung machen mit DNA noch. DNA-Splicing-Forschung, dass wir hier nochmal eine Eigenschaft verändern können vielleicht. Hier billigere Forschung und selbstloses Gehalt. Genau, die zwei können das machen. Dann haben wir die andere noch übrig für den Bootprozess dann. Vielleicht können wir dem dann nochmal ein paar Eigenschaften verändern, die wir sonst nicht verändern könnten. Weil wer weiß, was der dann wieder für einen Malus hat. Ich habe mal ein Buchgeschenk gekriegt, das personalisiert war. Also ein Junge mit meinem Namen hat einen kleinen Dino gefunden oder sowas in der Art. Aha, okay. Extraktion abgeschlossen. 95. Ja, komm, 95%. Was? Kurzlebig, kränklich und ungesellig. Na toll, das sind ja mal Eigenschaften, ey. Das ist quasi so der Nerd von den Dinos so ein bisschen. Von den Fleischfressern. Guck mal. Okay, was sind das für Eigenschaften? Unsozial und kränklich. Okay, warte, dann lasst mal wenigstens die kränkliche Eigenschaft da noch durchlaufen. Das hatten wir, glaube ich, eh gerade erforscht. Starke Immunreaktion, ja genau. Dann warte dann noch das mit dem Sozial. Und dann passt das. Nein, warte. Forschung. Den Sozialstrang müssen wir noch kurz. So, was ist denn das nochmal hier? Gruppenanpassung. Ich glaube, das müsste es sein, oder? Effizienter Stoffwechsel. Speziesübergreifende Anpassung. Ich glaube, das ist es hier mit der Gruppe. Billigere Forschung, selbstlose... Ach, da brauchen wir noch jemanden. Wer kann denn da noch mitmachen? Generalistisch hier... Nee, sie... Was? Was fehlt da noch? 12 von den... Hä? Reicht nicht. Dann muss er hier mitmachen noch. Reicht auch nicht. Moment. Nee, dann muss sie raus und er muss mit dazu. Das ist ja ein Ding. Billigere Forschung muss ja schon sein. Als Kind fand ich das Buch klasse, ja. Das ist, Alter, wie sie rennen, guck mal. Krass. Wenn Regen ist, dann fangen die gleich alle sofort in Panik an wegzurennen. So nach dem Motto, ah, Regen, Regen. Ich glaube, die Leute sind alle aus Zucker. Das sind alles Zuckerfiguren. Und die mögen das nicht, wenn es regnet. Deswegen haben die auch Schutzräume, wenn es regnet. Das ist nämlich gar nicht, um sich vor den Dinosauriern zu schützen, sondern vor dem Regen, damit sie nicht zerfließen dann im Regen. Jetzt haben wir es durchschaut. Die ganzen Zuckerfiguren da. Zuckerleute. Nicht schlecht. So, jetzt komm hier, zieh. Ich brauche hier die Eigenschaft noch, damit ich den jetzt hier aufpimpen kann, den Dino. Denn desto besser ist dann wieder die Bewertung, wenn der nicht so negative Eigenschaften hat, glaube ich. Der wird dann immer besser so. Hier, Genom verarbeiten. Ja, ja, komm, gib's mir hier. So, was, das hat er nicht gespeichert? Okay, warte mal. Nochmal kurz das Muster angucken. Ja, macht man mal so. So, dann hat man Immunreaktion und dann hat man noch Sozial, genau. Oder dann geben wir ihm noch ein bisschen Langlebigkeit und dann ist er eh schon voll ausgestattet. 1,07 Millionen, das ist schon mal gut. Wissenschaftler zuweisen. Schnellere Synthese. Nee, nicht schnell, doch, schnellere Synthese. Nee, warte. Hier, die machen das jetzt, genau. Konnten wir jetzt schon einen hier wieder in den Ruhestand schicken hier. Genau, sie hier.
Sie darf sich schon mal jetzt ausruhen. So, es wird ein Momentchen dauern, glaube ich, mit der Extraktion. Aber wir können ihm jetzt schon mal hier das Fleisch ins Gehege packen. Fleisch und Ziege. Ziegenfleisch und Wasser. Findet er, glaube ich, gut. Ja, und wenn das Gehege zu klein ist, müssen wir da halt hinten noch ein bisschen was zugeben. Irgendwie sieht es schon ein bisschen klein aus für so einen großen Fleischfresser. Aber gut, ist jetzt auch nicht viel kleiner als das T-Rex-Gehege am Ende des Tages. Vielleicht gebe ich ihm doch lieber hier schon nochmal. Hier hinten kommen wir ja eh nicht mehr hin eigentlich. Können wir ja ihm hier schon mal noch ein bisschen was. Sicherheitshalber würde ich sagen, geben wir ihm nochmal ein bisschen was dazu. Ist ja eh noch keiner da drin jetzt. So, können wir mal schnell noch machen. Schon abgeschlossen? Krass. Das ging jetzt sehr schnell. Oh, was? So viele? Stark. Angriff plus 30%. Langlebig. Also ich will auf jeden Fall ein Lamm... Wie viele kann ich denn davon haben eigentlich? Warte mal. Sekunde mal ganz kurz. Ich muss mal in meine Bibliothek gucken. Wie viele kann der denn haben? Wo steht denn das nochmal? Angriff, Belastbarkeit... Minimaler Bestand 2. Okay, gut, das müssen wir berücksichtigen. Wir brauchen mindestens 2 Tiere. Dann nehmen wir einen ohne Eigenschaften und den mit der Langlebigkeit. Weil wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich den mit dem Angriff nehme, dann habe ich wieder die ganze Zeit nur das Problem, dass der den anderen, der keinen stärkeren Angriff hat, wenn die gegeneinander kämpfen sollten, immer verletzt die ganze Zeit. Wobei stärkerer Angriff sich wahrscheinlich auch wieder positiv auf die Bewertung auswirkt, ne? Ich probiere mal 3. Ich probiere mal die 3 zu nehmen. Ich bin mal gespannt, ob das geht. Guck mal, wir haben ja Geld dafür. Das passt ja. Billigerer Brutvorgang. Schnellerer Brutvorgang. Und jetzt brauchen wir noch einen, der mitmacht. Da müssen wir jetzt leider sie mit dem selbstlosen Gehalt nehmen, weil alle anderen sind zu schlecht. Aufgabe starten. 3,4 Millionen. Probieren wir das mal. Wenn einer zu viel ist, können wir ja einen auch verkaufen dann zur Not. Dann alle mal hier in Urlaub. Ihr Wissenschaftler mit roten Vorzeichen hier ausruhen. Ausruhen. Nicht, dass die mir jetzt noch einen Aufstand machen. Das wollen wir ja nicht. Und da ist der Zaun fertig. Ich glaube, es ist schon gar nicht so schlecht, dass wir das jetzt größer gemacht haben. Vielleicht sollte ich hier jetzt auch noch mal ein Ranger-Team hier hinten hinsetzen. Das wollte ich ja auch noch machen eigentlich. Hier so eine Unterstützungsanlage. Jetzt, wo wir da so viele Fleischfresser hinten haben, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Dass man beim Sturm auch mal schneller hier hinten eingreifen kann, wenn hier irgendwas ist. Warte. Straße. So, genau. Das sollte doch eigentlich passen. Und wenn die Tiere jetzt im Gehege sind... Dann, also ich glaube mal jetzt bei diesen Dinosauriern, die da jetzt reinkommen, das müsste die Parkbewertung jetzt eigentlich ordentlich pushen, würde ich mal sagen. Wir müssen mal schauen, wie sieht es eigentlich mit der Lebenserwartung der Raptoren so aus. Ich glaube, die sind nämlich bald schon wieder über dem Berg. Oh ja, guck mal, oh, die sind schon über die Zeit. Gut, dass ich das gesehen habe. Da können wir gleich mal direkt Raptoren anschmeißen noch. Oh, wir sind bei 92. Können wir die nochmal modifizieren eigentlich? Ja, verärgert. Geh weg. Ich will da oben die Einstellung machen. Geh weg. Geh weg. Ich kann nichts anklicken da oben. Dankeschön. Was fehlt denen? Intolerant. Okay, das wäre vielleicht noch was. Können wir noch mal eine Expedition losschicken? Warte mal. Ich schick noch mal, genau. Ich mach mal die Raptoren jetzt noch auf 100%. Aber erstmal hier ausruhen lassen. Ausruhen lassen. Ausruhen lassen. Raptoren auf 100%. Das ist jetzt die Idee. Schon mal gucken, wo kriegen wir den Raptor eigentlich her? Das war doch von hier irgendwie, genau. Müssen wir mal gucken. Von einer von diesen beiden Expeditionen müssten wir sie eigentlich kriegen. Und dann machen wir noch diese eine Eigenschaft hier im Forschungszentrum. Dass wir die noch kriegen hier, diese... mit dem Delfin hier, die hier, genau. Billigere Forschung. Und hier, nehmen wir ihn noch. Ach nee, er geht nicht. Sie geht. Dann los. Tut es. Dann können wir die nämlich noch optimieren. So, jetzt haben wir die... Den Megalodon. Nee, Quatsch. Megalosaurus. Per Airlift freilassen.
Rein ins Gehege. Rein mit dem Megalosaurus. Bin mal gespannt, ob das mit den dreien jetzt gut geht. Oder ob wir da jetzt nur Probleme kriegen. Also, ich sollte auch die Zeit ablaufen lassen. Die Zeit sollte schon auch ablaufen, sonst ist das, glaube ich, schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt. Da kommt er raus. Yay! Oh, er ist grün! Er ist grün, er ist grün. Unglaublich grün. Nice, wie das da so rumschwingt da. Herrlich. Jetzt, weil ich die Zeit so schnell ablaufen lasse gerade. Bin mal gespannt, was der jetzt für Gehegevoraussetzungen hat. Pass mal auf. Wahrscheinlich jetzt irgendwas ganz Krasses. Produkt wird transportiert. Ja, da ist er. Und er braucht... Quatsch, warte, was war das? Wald. Stopp. Er war da erstmal rumlaufen lassen, erstmal rumlaufen lassen. Ah, okay, nee, 47% Wald ist okay. Beute und Fels, aber Beute müsste, habe ich die jetzt schon, habe ich doch schon gesetzt, oder? Beute müsste eigentlich auch am Start. Das habt ihr mir gesagt, ich muss immer ein bisschen warten, bis die Eigenschaften, also er muss immer erst im Gehege rumlaufen und die Sachen entdecken quasi. Aber Fels hat er nicht tatsächlich, das haben wir noch nicht gemacht, das stimmt. Dann machen wir mal hier beim Fluss hier, machen wir mal hier so ein bisschen Fels. Einsam. Das stimmt aber nicht. Du hast da mindestens einen Kollegen in deinem Gehege drin. Oder ist da irgendwie, kommt der da irgendwie hier nicht durch in der Mitte? Ja, Wald. Guck dir den Wald an. Siehst du den Wald? Jawohl, er sieht den Wald. Ja, passt alles. Nice. Guckt euch das an. Wir haben es. Wir haben den Megalosaurus. Ah, guckt euch das an, wie fies er aussieht. Ja, ihr seid so schöne Fiese. Ihr lauft durcheinander durch. Hervorragend. Megalosaurus. Er ist am Start. Nice. Wieder mal ein neuer Fleischfresser in Jurassic World. Sauber. Ich meine, den gab es vorher nicht. Ich meine, der ist neu. Ein neuer Dinosaurier. Und es treibt direkt... Guck mal, wie das die Parkbewertung gleich pusht. So, jetzt nochmal hier schauen. Raptoren müssten jetzt eigentlich, müssten wir eigentlich nochmal bekommen. Jawohl. Guck mal, können wir gleich mal hier durchrödeln lassen. Gleich mal die Fossilien durchlaufen lassen. Dann machen wir die Optimierung von den Genomen. Und dann lassen wir mal wieder Raptoren ins Gehege hier rein. Neue, die besser sind als die alten. Ich glaube, wir brauchen noch mindestens eine neue Spezies, damit wir auf die 5-Sterne-Bewertung kommen. Mindestens, ja. Was kann der eigentlich so für Kollegen im Gehege vertragen, der Megalosaurus? Warte, was kann der, was hält denn der so aus? Compsognathus, na toll. Nur den Compi. Das ist natürlich wieder ein bisschen mager. Wir sind hier halt in Jurassic Park und nicht in Jurassic World. Das heißt, hier kriegen wir wahrscheinlich auch den Troodon und sowas nicht. Triceratops hat einen Kampf begonnen. Was? Wieso kämpft ihr jetzt? Was macht ihr da? Was soll das? Boah, der sieht ja mal gar nicht mehr so gut aus. Wie sieht denn eigentlich die Lebenserwartung von denen so aus? Oh, die sind auch schon ganz schön am Limit. Da müssen wir auch als nächstes mal wieder ersetzen. Aber warte, jetzt synthetisieren wir erstmal die Raptoren. Noch einmal Raptor. Dass wir schon mal Ersatz haben. Hier, guck mal, das können wir hier mal gegen... Oh, warte. Irgendwas anderes habe ich da jetzt gemacht. Dann machen wir mal hier die Lebenserwartung runter und das hier nochmal hoch. So, genau, speichern. Muster kann ich ja nicht verändern. Dann machen wir mal Wissenschaftler zuweisen. Schnellere Synthese. Und... Warte mal. Ja, machen wir mal das so. Genau. 67% erwartete Überlebensrate. Was machen die denn da? Macht er hier irgendwie, ja, toll. Hat er nicht diagnostiziert. Warum habe ich das gewusst? Warum habe ich das gewusst, dass die sich dabei wieder verletzen? Dann nachgucken gehen und dann läuft das genau. Ja, aber wir sind wirklich fast fertig. Wir haben nur noch ein halbes Fitzelchen an Sternen, das noch fehlt. Eier auswählen. So, ach, was? Nur so wenig? Na toll. Aggressiv und aggressiv. Aggressive
Raptoren. Hm. Na gut, ich meine, was soll's schon, ne? Dann sind sie halt aggressiv. 30% Bedrohung, 30% Dominanz. Mike mag keine anderen Spezies und bedroht alle. Warum habe ich eigentlich das Genom verändert? Aber gut, ich meine, wir können diese aggressiven Raptoren auch einfach weglassen erstmal und nur den einen reinlassen. Dann machen wir halt gleich nochmal einen Brutvorgang einfach. Was soll der Geiz hier? Warte, dann machen wir jetzt hier billigere Brutvorgang. Und wo war das hier? Schnellerer Brutvorgang, genau. Dann werfen wir jetzt noch einen an direkt. Live-Tierkämpfe ist bestimmt ein Zuschauermagnet. Naja, gerade irgendwie nicht so. Also es pusht gerade die Bewertung nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich glaube, da müssen wir eher so Pflanzenfresser gegen Fleischfresser kämpfen lassen und solche Sachen. Und dann muss auch einer sterben, weil das ist im ersten Teil schon so gewesen. Die kriegen die Bewertung nur erhöht, die Dinos, wenn sie auch einen umgebracht haben. Wenn sie keinen umbringen, dann geht die Bewertung des toten Dinos nicht in ihre Bewertung über. So. Das heißt, nur kämpfen reicht nicht. Die müssen auch sterben beim Kämpfen. Das darf kein Revierkampf sein quasi. Das muss so ein Kampf auf Leben und Tod sein. So, jetzt gucken wir hier mal nochmal. Eier auswählen. Wieder nur einer. Aber immerhin einer, der fit ist. Nicht schlecht. Dann machen wir da auch noch nur einen. Billigerer Brutvorgang, schnellerer Brutvorgang. So, und den lassen wir mal schon frei. Können wir ja direkt so rauslassen, genau. Neuer Raptor. Nice. Weil irgendeiner von den Alten wird jetzt wahrscheinlich sowieso sterben. Und dann haben wir das Problem schon mal nicht. Weil die fangen ja immer so schnell an auszurasten. Wenn die Anzahl nicht ausreichend ist. Und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. So, den schaffen wir schon mal jetzt hier in die Krankenstation. Und da nehmen wir jetzt einfach mal... ja, sie hier. Die zwei. Und dann den Raptor rauslassen, der jetzt auch gleich fertig ist. Das sieht sehr gut aus. Saurier freilassen. Das zeige ich mal jetzt nicht im Ausführlichen, das haben wir jetzt gerade gesehen. Denn wir wollen jetzt nochmal schnell eine Expedition starten. Es sieht wirklich so aus, als brauchen wir noch ein neues Tier. Und da können wir ja mal... Majungasaurus nehmen vielleicht. Suchomimus könnten wir auch nehmen. Aber da haben wir nur eine Ausgrabungsstätte. Zylophysis wäre vielleicht noch recht pflegeleicht. Könnte ich mir vorstellen. Europlocephalus. Ich glaube, wir nehmen mal den Suchomimus. Da müssten wir eigentlich schöne hohe Bewertungen für den kriegen. Machen wir das mal. Das ist auch ein Fischfresser. Da haben wir ein bisschen Abwechslung im Park wieder. Dann haben wir mehr Abwechslung hier am Start. Was können wir eigentlich noch erforschen für Fossilien? Wir haben ja hier noch eine ganze Reihe von Fossilien, die wir noch nicht freigeschaltet haben hier. Okay, die Reihe bei den Fleischfressern ist komplett. Wie sieht's denn hier aus? Guck mal. Stegosaurid 1. Das können wir doch mal gleich machen hier. Achso, billigere Forschung geht gerade nicht. Ne, dann müssen wir mal kurz warten wieder. Da habe ich gerade, die habe ich gerade auf die Expedition mitgeschickt. Na guck mal, wir müssen auch auf das Geld gucken. Wir haben auch 5 Millionen. Die Ausbrütungsprozesse waren jetzt ganz schön teuer gewesen hier von den Dinos. Wir können ja nochmal schnell die allgemeine Abdeckung von den Bedürfnissen hier mal angucken. Okay, hier hinten könnten wir jetzt wirklich nochmal ein paar Getränkeeinrichtungen noch bauen. Hier guck mal, Merch zum Beispiel. Konfigurieren immer auch nicht vergessen, nicht wahr? Da machen wir mal das hier. Und wir machen... Dichte Geselle? Nee, ach, dichte Gestelle. Ich wollte gerade sagen, was? Dichte Gestelle hier, was? Oh, da haben wir gar keine Eigenschaft hier. Kommen da gar keine Leute hin? Moment mal ganz kurz. Ach, da ist kein Strom. Moment. Das ist natürlich verständlich, dass da nichts geht. Das sollten wir mal ändern, wa? Triceratops ist fertig. Repariert. Herr Triceratops war in der Werkstatt. Kann abgesetzt werden. So, ist es jetzt soweit wieder? Ah, guck mal, einkaufen. Na, nochmal konfigurieren. Das reicht hier noch nicht. Skelettausstellung wird noch gebraucht, genau. Überfüllt mit Gästen, jawohl. Na, lieber überfüllt, als wie wenn da gar keiner hin will, wa? So, dann machen wir mal hier jetzt noch
den Boden hoch. Damit man da jetzt nicht hier die Gebäude, damit die sich jetzt nicht auf unterschiedlichen Höhen wieder befinden. Das ist immer ganz schlimm, wenn das passiert. So, gleich nochmal hier, genau, trinken. Aromatisierte Milchkaffees. Das ist doch schon mal gut, aber warte, vielleicht kriegen wir noch was anderes. Hier, nehmen wir mal Ingwerbier. Und dann, ein Fischtank. Und dann, die Skelettausstellung wieder, genau. Sehr nice. Und vielleicht noch, ein Spielbärreich, genau, komm. Können wir auch noch machen. Jawohl, ist voll ausgelastet, seht ihr? Wie nice das ist. Und dann noch Fressalien. Errungenschaft freigeschaltet. Alle Mann festhalten. Ich glaube, wir haben's. Ja! Es ist abgeschlossen. Jurassic Park ist besiegt. Es waren wirklich nur noch die zwei Einrichtungen, die noch gefehlt haben. Nice. Ach komm, jetzt mach mal den Fressalienladen noch. Man kriegt ja hier eh keine Verabschiedung in diesem Chaos-Theorie-Modus. Da haben wir immerhin noch mal einen neuen Dinosaurier jetzt noch gesehen und freigeschaltet. Der wird uns dann im Sandbox-Modus zur Verfügung stehen. Das ist doch schon mal gut. Billige Burger, nice. Ich liebe diese Alliteration. Dann lass doch mal hier ein Aquarium gleich mal reinstellen. Und am besten noch eine Skelettausstellung. Überfüllung mit Gästen 29, jawohl, nice. Das sollte jetzt das nochmal zementieren hier. Und auch nochmal ein bisschen mehr Kapital reinholen. Toiletten können wir bestimmt auch noch bauen, oder? Ja. Nice, ja, dann steht ja in der nächsten Episode dann entsprechend eine Reise ins Fallen Kingdom an. Da ist ja dann das der letzte Bereich für ein Chaos-Theorie-Modus. Sehr schön. Und jetzt müsste ich hier eigentlich noch regelmäßig noch neue Aufgaben kriegen. Also so random Aufgaben halt. Genau, diese. Ah nee, das ist die Bewertung. Okay, nice. Jawohl, 18% mehr. 1 Million. Nice, sauber. Ja genau, das meine ich. Du hoffentlich auch. Wenn ja, dann ist das nächste Ziel so gut wie erledigt. Deine Einrichtungen können mehr Geld abwerfen. Nö, eigentlich nicht. Die sind eigentlich maximal ausgelastet. Spezifikation. Modifiziere das Genom eines Dinosauriers auf eine bestimmte Weise. Na, dann gucken wir mal. Was wollen sie denn da das haben? Das ist das Zielgenom für dieses Strudi. Du schaffst das schon. Ein Strudi. Jetzt ist er easy going hier. Warte mal. Da ist er. Genom modifizieren. Haben wir den nicht modifiziert? Machen wir den gleich mal ein anderes Muster noch. Soll ich den ausbrüten? Ich mach den mal einfach. Mehr Strutis kann man ja durchaus mal bekommen. Dann haben wir mal auch noch so eine Aufgabe erledigt. Guck mal, nice. Langlebigkeit, genau. Und dann Scheu, ja gut. Und Langlebigkeit. Hören wir mal die noch, die zwei. Ist jetzt nur, um die Aufgabe zu machen. Billigerer Brutvorgang, schnellerer Brutvorgang. Lass einen Strutomius mit der Genmoni. Genau. Sollte eigentlich dann schon erledigt sein. Per Airlift freilassen. Vielleicht noch eine Aufgabe mit einsacken. Kann man mal machen. Aber das ist ja volles gutes Timing, ey. Nice. Das letzte Ziel yes. Hast du mit Bravour gemeistert. Das ging schnell. Sehr erfreulich. Das ging richtig fix hier. Wie ist denn hier die Schutzraumabdeckung eigentlich hier vorne? Nee, das ist nicht der Schutzraum. Das ist der. Das ist falsch. Moment. Hier. Ah, guck mal, die ist schlecht. Dann lass doch gleich mal da was machen. Warte. Hier nochmal hier schön anheben hier den Weg. Und dann hier mal einen Schutzraum noch bauen, genau. Nice. Und gleich 10 Millionen. Ist doch richtig geil, meine lieben Freunde. So muss das laufen im Jurassic Park. Seht ihr? Das war nämlich der Fehler, diesen Spielbären nicht einzustellen. Das war der Fehler, ganz offensichtlich. Wir sind zu sehr von seinen Gehirnzellen abhängig. Aber beim nächsten Mal kann man alles besser machen, ja? Der unglaubliche Wahnsinn, nicht schlecht. Meine lieben Freunde, wir haben den alten Jurassic Park geschafft. Mal gleich mal hier nochmal gucken hier, da. Nochmal einen letzten Blick hier werfen auf das alte Besucherzentrum, nice. Schau mal nach Saurus Bürokrates, muss in der Nähe von Deutschland sein und sorge dafür, dass er die Kreidezeit nicht überlebt. Die werden hier gezüchtet bei uns, die Saurus Bürokrates. Da gibt es hier so Brutstationen, wo immer ganz viele davon rauskommen.
Das Schlimme ist, die vermehren sich dann auch ganz schnell selber noch. Und die müssen alle durchgefüttert werden, auch die Saurus-Bürokrates. Das andere Schlimme ist, die machen aber auch nichts und sorgen auch nicht dafür, dass irgendwie was besser wird. Im Gegenteil. Die sind auch immer sehr langsam unterwegs, haben großen Hunger und meckern auch die ganze Zeit über alles. Der Saurus-Bürokrat ist eine ganz schwierige Spezies. Und an dieser Stelle endet diese Folge Jurassic World Evolution 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt das Spiel auch gerne kaufen im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr schöne Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, ciao, ciao!